kannst dich so bald draufhalten. Hören Sie auf! Kommen Sie, das reicht jetzt. Haben Sie nicht gehört? Schluss jetzt mit der Künstlerin! Was fällt Ihnen ein? Was fällt Ihnen ein? Los! Ist ja gut. Geht's? Gesehen davon, dass ich noch persisch denke und morgen die Attraktion in der Zeitung bin, geht's mir ganz hervorragend. Rebecca, es tut mir leid, ich hab das nicht gewollt. Umgefallen mit dem ganzen Wagen. Ja, das ganze Zeug hat sich über sie ergossen. Du hast jetzt doch nicht etwa ein schlechtes Gewissen. Ich sie nicht geschubst hätte. Ach komm schon, das ist doch irgendwie ihre eigene Schuld. Christian, wenn Sie die Sozialstunden nicht für Ihre Eigen-PR missbrauchen. Trotzdem, in einer riesen Urinpfütze zu liegen und dabei noch von der Presse fotografiert zu werden, das hat selbst sie nicht verdient. Och. Die hat in Kauf genommen, dass du im Knast wanderst. Was bitte ist dagegen in etwas kleinen. Ich bringe dich dann noch zum Auto. Hallo, Rebecca. Morgen. Hi. Und geht's dir besser? Klar. Besonders, wenn du mir schon vor dem Frühstück auflaust und mich nervst. Eigentlich wollte ich nur nett sein, aber dann vergiss es doch. Hallo, Rebecca. Schön, dich zu sehen. Na, wie geht's? Gut. Ich hab da ein schönes Foto von dir gesehen. Ansgar, kommst du? Ja, gleich. Darf ich daraus schließen, dass du dir jetzt auch keine normalen Kosmetika mehr leisten kannst? Ist dir noch ein toller Spruch zum Abstellen gefallen? Nein. Ja, zur Begrüßung. Was machst du denn hier? Ich wollte sagen, dass mir das Ganze leid tut. Ich habe das gerade mit Ansgar mitbekommen, mit dem Artikel und so. Tja, kann man eh nicht ändern. Rebecca, können wir nicht wenigstens wieder normal miteinander umgehen? Hier. Kannst du mir den bitte über den Kopf gießen? Geteiltes Leid ist halbes Leid. Bist du verrückt? Okay, dann eben nicht. Gar nicht so schlecht. Ein bisschen süß vielleicht. Ja. Aber so ist das eben mit Apfelsaft. Das war Apfelsaft. Ja, das war Apfelsaft. Das war... Oh Gott. So. Himbeer, du bist ein Schatz. Aber wofür denn drei Stücke? Hast du zwei für mich mitgebracht? Nein, habe ich nicht. Aha. Au. Ah. Finger weg. Hast du etwa eine heiße Bekanntschaft gemacht, die du mir vorenthalten willst? Hm? Schau doch mal nach. Mhm. Rebecca. Hallo. Bitteschön. Holly, bitte. Ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen soll, außer, dass ich am liebsten alles ungeschehen machen würde und dass sowas nie, nie wieder vorkommt. Ja, in diesen ganzen Ami-Serien wäre jetzt der Zeitpunkt, wo wir alle wie ein Trainer ausbrechen und uns in die Arme fallen. Na, Olli? Aber ich denke, wir spannen uns die Tränen und fallen uns einfach in die Arme. Los.
sind meine besten Freunde und ihr fehlt mir wirklich. Also gut.